Neben Klimawandel und dem Verlust an Biodiversität gilt Desertifikation heute als eines der drei großen Umweltprobleme der Erde. Ich glaube, dass uns die Desertifikation noch realer betrifft als der Klimawandel, sagt Dr. José Rubio. Die Folgen seien offensichtlich und greifbar, trotzdem fehle das Bewusstsein über den Wert des Bodens, den wir verlieren. Auf europäischem Niveau sind es vor allem wirtschaftliche Folgen. Viel Geld, viele Millionen Euro kosten uns die Effekte der Desertifikation, also Erdrutsche, zerstörte Infrastruktur, abnehmende Wasserqualität. Anders in den Entwicklungsländern. Da hängen die Menschen unmittelbar von der Nutzung der Natur ab. Wenn die übernutzt, erschöpft, zerstört ist, kann Abwanderung und oft politische Instabilität die Folge sein. 50 Millionen Menschen könnten zu Desertifikationsflüchtlingen werden, warnen die Vereinten Nationen. Man schätzt, dass die Ernährung jedes sechsten Erdbewohners inzwischen durch Landverödung gefährdet ist. Hunger, Unterernährung und in der Folge Krankheit bedrohen hunderte Millionen Menschen. Konflikte um die knapp gewordenen Ressourcen können auch zu Gewalt führen, zu Kriegen. Desertifikation trifft vor allem Entwicklungsländer. In Afrika wurde die Gefahr zuerst wahrgenommen. Inzwischen veröden die größten Flächen in Asien. Hier ist das Problem aufgrund der hohen Bevölkerungszahlen brisant. Metropolen wie Mumbai in Indien wachsen nicht nur dank einer dynamischen Wirtschaft, sondern auch durch den Zustrom von Armuts- und Umweltflüchtlingen. Jeden Tag wachsen die Elendsviertel, weil auf dem Land die Felder veröden. Eine hochdramatische Situation mit immensen sozialen und wirtschaftlichen Kosten, gegen die sich indes etwas tun lässt. Am aussichtsreichsten ist der Kampf gegen die Desertifikation, wenn er auf Dorfebene von den Betroffenen selbst getragen wird. Sie wissen am besten, wie verödetes Land zurückzugewinnen ist. Und die entwickelten Länder müssen mehr Verantwortung und Einsatz zeigen für das globale Problem, auch finanziell.